Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Heute möchte ich dir einen wertvollen Tipp mit auf den Weg geben, wie du mit bestimmten Gewohnheiten umgehen kannst, die wir Menschen oft von klein auf mitbekommen, aber uns eigentlich gar nicht so dienlich sind. Dazu gehört zum Beispiel Meckern, Jammern, über Themen sprechen und jeden Tag drüber reden, aber im Endeffekt nicht wirklich handeln, unreflektiertes Dasein, projizieren auf andere Menschen, wenn man eigene Themen hat, sich ständig aufzuregen über Dinge, die man nicht ändern kann oder sogar über Dinge, die man ändern könnte, aber man macht es einfach nicht. Zu Beginn möchte ich mal sagen, dass diese Dinge alle in Ordnung sind und dass sie zu unserem Menschsein dazugehören. Aber ich in meinem Leben habe festgestellt, dass es mir persönlich nicht gut tut, diese Dinge in meinem Leben zu kultivieren und zu pflegen, sondern ich habe festgestellt, dass es mir viel besser geht, wenn ich sie eher zurückfahre und wenn ich in die Eigenverantwortung gehe und mich um diese Dinge kümmere. Und ich weiß nicht, ob du das Glaubensgebet kennst und darin heißt es, ich zitiere es mal, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und ich finde, das bringt das heutige Thema sehr gut auf den Punkt. Es gibt Dinge, die man ändern kann, wenn man über seinen Schatten springt und den Mut hat, es zu ändern. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern und es gibt Dinge, die rauben einem nur Energie, wenn man jeden Tag darüber nachdenkt und jeden Tag etwas daran rütteln und verändern möchte. Diese Dinge sollte man einfach bleiben lassen. Und dann gibt es noch diese Weisheit in uns, die lernen muss, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ich finde, eine gute Übung, wenn man jetzt das noch nicht so kann, dass man sich jetzt so beherrscht, sage ich mal, und doch noch in das Muster verfällt, dass man irgendwie jammert oder unreflektiert ist oder projiziert, was ja absolut in Ordnung ist. Es gehört ja zum Menschsein dazu. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich persönlich nehme das als Challenge an, ich möchte das für mich ein bisschen ändern, weil es mir damit besser geht. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es einem tatsächlich besser geht, wenn man es eben zurückfährt. Dann kannst du dir ja Zeiten nehmen, wo du sagst, hey, weißt du was, ich nehme mir jeden Tag 20 Minuten Zeit. Und da darf ich meckern, da darf ich jammern, da darf ich wütend sein, da darf ich projizieren. Aber die restliche Zeit am Tag übernehme ich ab jetzt Verantwortung und schaue, dass ich eben da nicht mehr reinfalle und dass ich stabil bleibe. Und wenn du so eine Seele bist, die sagt, ich mag mich da wirklich weiterentwickeln, dann probier das doch einfach mal aus. Und schau mal, ob es was für dich ist, dass du einfach sagst, okay, ich nehme mir eine feste Zeit am Tag, da darf ich das tun. Und da ist es dann auch voll in Ordnung. Und da gebe ich mir persönlich dann selbst wirklich das Go, es machen zu dürfen. Und die andere Zeit eben versuche ich eben stabil zu bleiben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren von diesem Tipp. Und was diese Methode noch bewirkt, ist, dass man wirklich bewusster an diese Sachen herangeht, dass man wirklich hinsieht und sagt, ah, jetzt ist wieder Meckerzeit, jetzt ist wieder Jammerzeit, jetzt möchte ich wieder unreflektiert sein, jetzt möchte ich wieder wütend sein auf andere. Man lernt dann wirklich zu unterscheiden, jetzt bin ich in der Eigenverantwortung und jetzt gehe ich gerade raus aus der Eigenverantwortung. Und das finde ich persönlich für sich selbst, wenn man Persönlichkeitsentwicklung betreibt und wirklich da drin reifen möchte, sehr wichtig, das unterscheiden zu können.